Ja, warten wir, bis das die Expedition zurück ist. Welches Stückchen Zaun ist denn gerade ohne Strom? Okay, der hier. Bringt aber halt auch nichts, wenn hier ein Sturm auftaucht und den eh kaputt reißt. Aber jetzt wieder genug Geld. Na komm. Ja, fast. Und da ist es. Und jetzt gucken wir mal. Rein theoretisch könnte ich das hier hinbauen, nur verbaut. Okay, dann reißen wir dich jetzt ab. Und bauen dafür ein großes Kraftwerk. An der Stelle. So, damit sollten wir dann auch wieder genug Strom haben. Grabungsstätten zuweisen. Der Helikopter steht bereit, hat sie gesagt. Dann einmal los. Ja, verkaufen. Jetzt ein Brachio ausbrüten. Wir sollten auf jeden Fall mehr Geld auf die hohe Kante legen. Der letzte Sturm, der hat zwar ziemlich gut funktioniert mit dem, was wir hatten, aber wir hatten auch verdammt viel. Ausfallschutz? Wie viel? Okay. Verbesserte Leistung. Verbesserte Leistung. Verbesserte Leistung. Und verbesserte Leistung. Der Helikopter ist wieder zurück, das ist gut. Schicken wir ihn noch mal los. Verkaufen, extrahieren, extrahieren, verkaufen, verkaufen. Weggeschickt ist er. Brachio.
Ich weiß ja, wenn ich den jetzt ausbrüte, kommt wieder ein Sturm. Tun wir es trotzdem. Dann brauchen wir noch ein Tor. Wir machen auf jeden Fall ordentlich Gewinn, das ist okay. So, das war das Tor. Hier kommt ein Hotel hin. Dann kommt hier vielleicht noch eine Einchenbadstation hin. Fossilien sind wieder da. Okay, der war ja fertig im Prinzip, musste nur noch ein eintreffender Tropensturm. Das Hickhack mit der prähistorischen Natur ist nicht einfach, aber sie machen den Job richtig gut. Oh. Okay, das war's mit unserem Brachio. Da kommt der Sturm. Ja. Alle Schutzräume öffnen. Fahrzeug lenken. Weil ich sehe, dass da unser Kraftwerk ausgefallen ist. Okay, scheint, als hätten wir jetzt keinen Sturm mehr. Senhoras e senhores, como medida de precaução e para sua segurança, prossigam para o abrigo mais próximo. Reparatur im Gange. Gorai e so, und wieder zurück. Mangaichi no jitai ni sonae, minasama no ansen no kakufu no tame. Und dann können wir wieder die Schutzräume öffnen. Beziehungsweise schließen.
Nochmal versuchen, einen Brachio auszubrüten. Ja. Brüten wir gleich noch meinen Brachio aus. Da kehrt eine Expedition zurück. Jetzt sollten wir wieder genug Geld haben. Rüten wir jetzt direkt den Serator aus. Ja. Hoffentlich hat das noch Auswirkungen. Nein. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er nicht durchkommt. Krankheit ausgebrochen. Kolibakterien. Fahre zur Futterstation. Zu den Fossilien. Stromausfall. Wo und warum? Weil die Technik schweigt. Ja, komm, ich starte neu. Aufgabe erhalten.
weitere Aufgabe hinzu. Ja, aber vorauszusehen. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Da hat's Kraftwerk neu gestartet. Eine Futterstation muss befüllt werden. Welche? Ach, die. Unterwegs, um okay. Futterstation zu füllen. Habe ich hier ein Tor drin? Ja. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem Cerato. Erstmal zu den Fossilien. Dinosaurierbedrohung. Ah, okay. Er hat Futter gerochen. Na komm, noch 50.000. Eigentlich wäre der Brachio die bessere Investition gewesen. Da kommt gleich die Ausgrabung zurück. Da ist die Ausgrabung zurück. Und dann wird es auch langsam eng mit den Ausgrabungsorten. Das weg, das weg, das weg.
Und jetzt packen wir hier das letzte Entwicklungslabor hin für die Sicherheitsmission. Der Serrato ist fast fertig. Ja, du bist laut. Und damit haben wir Isla Sorna freigeschaltet. Ja, das ist Isla Sorna. Wenn es einen Ort auf der Erde gibt, auf der heutigen Erde, an dem man sich Dinosaurier vorstellen könnte, dann wäre das diese Insel. Ja, weil das die letzten Male so gut funktioniert hat. Gott, ich klinge schon wie Merkel. Wie Ian Malcolm. Ich bleibe noch hier auf der Insel. Aber wir haben Isla Sorna freigeschaltet. Das ist doch auch schon mal was. Einmal noch mal eine Expedition wegschicken. So, der braucht etwas zu futtern und er braucht etwas zu trinken. Also machen wir zuerst mal ein Fleckchen Wasser, damit Dino trinken kann. So, nachdem Dino jetzt Wasser hat, bauen wir Dino eine Futterstation ins Gehege. Ich glaube, eine Lebendbeutel-Futterstation kommt bei ihm hier ziemlich gut an. Ich würde das aber trotzdem hochsetzen auf alle 15 Minuten. Hier, das können wir schon mal upgraden. Tempo, Erfolgsrate und Erfolgsrate. Ach, da kommt die Expedition zurück. Einmal zu den Fossilien, verkaufen, was nicht mehr gebraucht wird, extrahieren, was wir extrahieren können.
Und dann würde ich fast sagen, ist das doch tatsächlich ein ziemlich guter Punkt hier auf Isla Pena, um zu sagen, dass es das für die Aufnahme mal wieder gewesen sein soll. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye!